Nun, Anzin von Rabenmund hat angekündigt, er würde sich zu gegebener Zeit zurückziehen. Wir müssen also nur das Spannungsfeld zwischen ihm und Rohaya bis dahin flach halten. Wir müssen uns Sorgen um den jungen Selindion. Er war bereit und hat uns sein Wort als Ritter gegeben, dass er uns gegen den Drachen helfen wird, aber danach... Wer weiß das schon? Er will die Krone, glaube ich. Ist wohl in der Nähe von hier. Eine halbe Tagesreise entfernt. Ja, aber das sind Probleme für die zukünftigen. Ich stimme Boltax zu. Dies ist eine Sache, die vermutlich eher von den Staatskundigen als mit dem Schwert in der Hand geklärt wird. Selinian kann nicht erwarten, dass die Kaiserkrone an sich zu reißen, wenn er nur die Almada hinter sich weiß. Ich werde zunächst dafür sorgen, dass sich die verbliebenen Streitköpfe mit ihren Zelten in die Mauern von Romulus zurückziehen, die Mauern wieder verschlossen werden. Damit haben wir zumindest etwas Ruhe, egal was passiert. Guter Gedanke, tut das. Wie verfahren wir jetzt weiter? Wir werden unsere Truppen sammeln. Wir werden noch unsere letzten Verbündeten zusammenziehen, inklusive Anzin dem Älteren. Ich werde noch ein, zwei Besorgungen erledigen. Und dann werden wir den Drachen stellen. Ja, wir sollten dringend unseren neuen alten Freund auch zu Anzin schicken, nicht wahr? Ja, dies ist die Bedingung für seine Unterstützung. Und dann ziehen wir zu Felde. Dann werden sich die Männer von den Mäusen trennen. Sollte ich der Kaiserin vorher von meinen neuen Freunden erzählen? Oh, das wäre ganz gut. Eure neuen Freunde? Ja. Die 50. Die Großen. Mit den Äxten. Es hilft sicherlich... Die mich König nennen. Es hilft sicherlich, sie darauf vorzubereiten. Ebenso, Raphim, solltest du ihr sehr genau versichern, dass du nicht vorhast, dich zu einem König innerhalb ihres Reiches aufzuschwingen. Das ist eine ganz fürchterliche Aufgabe, das will ich nicht. Nun, du musst. Du hast diese Würde auf dich genommen. Nein, ich meine König sein, das hier erklären ist kein Problem, aber ich will doch nicht König sein, das ist ja seine fürchterliche Scheißaufgabe. Nun, versichere ihr einfach, dass sie wieder gehen werden, wenn die Sache vorbei ist. Ja, ich hab schon überlegt, ob ich ihn mal an Anfahrt zeige. Das gefällt ihnen bestimmt. Ich halte dies für eine hervorragende Idee, ja. Warum geht ihr nicht alle 50 nach Al-Anfa? Für eine Weile. Glaubt ihr, der Troll? Ja, den kriege ich schon durchs Tor. Ich glaube, der hat eigene Wege oder Pfade. Wenn ihr versteht. Oh, der war nicht schlecht, Boltax. Oh. Nun gut, nehmen wir uns einige Tage, um die Situation zu ordnen, um alle Truppen zu sortieren und zusammenzuführen, überhaupt zu schauen, wer noch lebt. Geben wir Rohaya einige Tage, um sich zu erholen, und schicken wir Hasavo. Verzeiht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Schicken wir Alvan zu Anzwin. Möchte sich jemand bereit erklären, ihn hinzubringen? Doch, ich mach das. Hervorragend. Ich werde in die Wildermark aufbrechen. Nur ein paar Tage. Ich bin bald wieder da. Iserun, ihr schafft es in der Zeit, eine Armee zu organisieren? Auch wenn sonst nichts ist. Du bist nicht Iserun, Raphim, aber danke. Bitte. Iserun ist wohl gerade mit... Naja. Weißt schon, wem beschäftigt. Vermutlich die beiden. Und sie die sind jung. Sie haben sich einige Wochen lang nicht gesehen. Da kann man sich mal kurz unterhalten. Also, nehmen wir uns ein, zwei Tage, sortieren wir die Dokumente und dann kümmern wir uns um den Rest. Und ich denke, binnen einer Woche sollten wir hier aufgestellt sein. Das klingt vernünftig. Dulamin, Raphim, Abelmir, würdet ihr mich wohl begleiten? Es geht ja jetzt um die Armbrust und wie wir uns am besten konzentrieren, nicht wahr? Und fangt ihr schon wieder damit an? Ja, wenn die Trollzacker da sind, dann musst du denen das auch beibringen. Ich hab schon angefangen, aber die verstehen das nicht so gut. Ja, das mache ich. Jetzt kommt doch einmal mit. Yalan, du gehst am besten schon mal die Dokumente durch. Ja, ich folge Boltax. Ich schüttel nur den Kopf und gehe hinterher. Sobald wir etwas abseits sind und nicht mehr in Hörweite von Yalan, setze ich eine sehr schuldbewusste Miene auf. Ich habe euch unter einem Vorwand von Yalan getrennt. Was? Ja, das mit der Armbrust werden wir gleich noch machen. Es geht um Gott sei Dank. Folgendes. Yalan und Iserun würden das nicht verstehen. Deshalb
möchte ich es einmal euch gegenüber ansprechen. Nun, wir wissen ja, es gab diese Probleme, als Eldan Gorbas mit Yalan das letzte Mal aufeinander getroffen ist. Ging es darum, was die Prajos-Kirche jetzt genau will oder nicht will. Mir persönlich ist das egal. Ich kenne diesen Mann nicht, dem Yalan folgt, oder der Mann dem Eldan Gorbas folgt. Auf jeden Fall haben sie sich sehr in die Haare gekriegt und das fand ich nicht so schön. Und dann hat Yalan von diesem Artefakt erzählt. Diesem Schädel von Gilborn hieß er, glaube ich, nicht wahr? In der Tat. Genau. Und dass er wohl die Magie unterdrückt. Und ich dachte mir, wenn er die Magie unterdrückt, dann könnte er vielleicht auch gegen das Halsband helfen. Dass das dieser ekelhafte, wie hieß er noch, Nirra oder ihr so. Ihr solltet seinen Namen nicht erwähnen, aber... Genau deshalb hat... Nennt ihn den Knochenraben. Den Knochenraben. Genau, das hatte er ja angesprochen. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn wir diesen Schädel in unserem Besitz hätten und... Wie ihr erinnert euch ja, als wir diesen Unterallertissen befreit haben, nicht wahr? Und wer wollt ihr uns vor seiner Wirkung beschützen? Bitte, wir kommen ihm noch dazu. Mein Plan, ich habe vielleicht etwas gemacht, was im Nachhinein wohl möglicherweise ein paar Auswirkungen haben könnte. Ihr seid ja alle schon vorgegangen, während ich mich darauf vorbereitet habe. Naja, und... Da ja etwas Zeit dazwischen war, habe ich noch schnell einen Aushang in einer Taverne hinterlassen. Ihr habt ein was? Ein Aushang in einer und Taverne? Was stand da drauf? Naja, dass ich für den Schädel 100 Dukaten biete in Edelsteinen. Das habt ihr nicht wirklich getan, oder? Ich habe mit all unseren Namen unterschrieben. Also außer mit Isaruns und Jalans Namen. Das wäre auch ihr habt in meinem Namen einen Aushang geschrieben? Montags. Ja. Ich dachte, das wäre die einfachste Möglichkeit, an diesen Schädel zu kommen. Habt ihr denn mit meinem vollen Namen unterschrieben? Ja, es war etwas schwierig, das alles aufs Blatt zu bekommen. Also, ja, ich krieg das auch immer nicht hin, aber hättet ihr ruhig machen können. Kein Problem, Boltax. Ja, ach, ja, ich habe so viel geschrieben wie gute Bezahlung, einfache Arbeit, schnell erledigt. Aber wäre es nicht viel einfacher, wenn Yalan seinen Heiligen um Unterstützung bittet und der den Schädel mitbringt? Ja, aber dieser Heilige, das ist so durch die Blume kommuniziert worden, hat nicht besonders viel übrig für, naja... Zum Beispiel Abel, mir und mich, glaube ich jetzt einfach und mal. Ja, da könntet ihr recht haben. Und welche Art von Strauchdieben wollt ihr damit anlocken? Ach, wenn sie gute Diebe sind. Ja. Es sind Abenteurer. Mal schauen. Irgendwas wird sich da schon ergeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Glück haben, wie immer. Und wenn nicht, müssen wir dafür den Kopf hinhalten, weil ihr mit unserem Namen unterschrieben habt? Naja, ich weiß nicht, ob der Mann so einflussreich ist. Nun, er hat viele Feinde, das gebe ich zu. Ja, und zur Not fliehen wir einfach für, ich weiß nicht, 20 Jahre in den Süden. Und der Süden ist schön in den nächsten 20 Jahren. Das denke ich auch. Ja, ich wollte es euch nur mitteilen, weil, naja, es kann dann sein, dass... irgendwann jemand auf uns zukommen wird und uns den Schädel gibt. Verstehe. Und dann muss jemand Yalan ablenken, richtig? Ja, auch das. Ich könnte ihn von seinem Pferd werfen, das lenkt ihn immer ganz doll ab. Oh ja, das ist eine gute Idee. Aber nicht zu doll, weil ansonsten, wenn er wieder auf den Kopf fällt, dann hat er so komische Gedanken und Ideen. Ihr wollt also ein heiliges Artefakt der Prajos-Kirche irgendwelchen Schraubdieben überlassen? Naja. Wie... dieses Artefakt uns bringen? Das war der Plan, ja. Nun, ein gewöhnlicher Strauchdieb kann immerhin mit dem Schädel nicht viel anfangen, aber mit Edelsteinen sehr viel. Genau. Wenn er weiß, was dieser Schädel wert ist, dann ist diese Bezahlung ein Klacks. Ja. Egal. Mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. Ich sagte doch, wir müssen darauf vertrauen. Naja. Ach ja, Ach so, und es kann natürlich sein, dass
besagte Person, die den Schädel beschafft, nicht auf mich zukommt, sondern auf euch. Nun. Ich habe keine 100 Dukaten in Edelstein, Boltax. Ja, ihr schickt ihn dann zur Bezahlung an mich, aber ihr nehmt den Schädel in Empfang. Ihr versteht. Ich werde dieses Ding nicht anfassen. Und ich würde dieses Ding anfassen. Gut, also schicke ich ihn zu Raffin. Ja, ich behalte das auch. Sollte es wirklich klappen. Oder glaubst du, die wollen das wieder? Ach, glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Da können wir behalten. Ja, finde ich auch. Ja. Da stelle ich unten an den Tempel, da passt das gut hin. So ein Schädel. Oder, es ist ja immerhin für Jalan so wichtig, wir schenken es ihm zum Namenstag. Oh, eine gute Idee. Da freut er sich. Denke ich auch. Und ihr seid einfach völlig verrückt. Warum denn? Nun ja, vielleicht ist Fex wirklich mit euch. Vielleicht könnt ihr etwas gut machen bei seiner Kirche. Er steht nicht im besten Ansehen bei ihr. Was? Ja, ich habe mir auch schon Sorgen gemacht. Ich habe schon ein Pferd bereit gemacht und seine Tasche gepackt. Falls er mal spontan aufbrechen möchte in Richtung Al-Anfa. Boah. Deine Tasche habe ich auch schon gepackt, Abelmir. Vielen Dank. Naja, ich habe schon nach Hause geschrieben, ist alles vorbereitet. Oh, das klingt gut. Naja, ich bin ein sehr vorsichtiger Mann. Ich habe gehört, ihr habt einen sehr schönen Felsen in Al-Anfa. Ja, da kannst du runterspringen. Ja, und was ganz wunderbar ist, es gibt keinen Winter dort. Deswegen ist Al-Anfa auch schön zu jeder Jahreszeit. Ja, und da sind auch nur nette Leute. Es ist ein wenig feucht dieser Jahreszeit, fürchte ich. Ja, gut, das schon, aber... Besser als kalt. Ach, seht ihr. Ja, aber damit ich nicht gelogen habe, wir müssen ja tatsächlich jetzt noch über die Armbrust sprechen, nicht wahr, Zulamin? Ihr wolltet ja etwas darüber wissen. Ich drehe mich um und gehe weg. Abelmir! Er kann das alles schon. Er ist nur traurig, weil er glaubte, dass die Urasier die Armbrust entwickelt hatten, aber er hatte nicht recht. Ja. Deswegen ist er jetzt sehr traurig. Denn es waren nämlich die Zwerge. Aha. Genau. Es war Boltulax, der Sohn von Boltulosch. Nein. Oder? Von Borombosch. Ah, Borombosch. Ich bringe die immer durcheinander, mein Fehler. Das ist nicht schlimm. Das braucht auch etwas Zeit. Es ist immerhin ein sehr, sehr langer Stammbaum. Und also, das war ein sehr wichtiges Ereignis für eure Kultur, richtig? Natürlich. Eine Armbrust ist wunderbar für die Drachenjagd. Ja, also lasst euch von mir einmal erzählen, wie es zur Armbrust kam. Und merkt euch diese Geschichte gut und rezitiert sie in eurem Geiste. Denn so funktioniert es, dass ihr gegen magische Attacken gewappnet seid. Also, es begann alles damit, dass... Und ich spule die Geschichte der Armbrust erneut ab. Und dann kam Borombosch und er hatte eine Idee. Denn so eine einfache Mechanik, die könnte man ja wunderbar einsetzen. Aber die Verfeinerung wurde von seinem jüngeren Bruder Bararombosch. Also der hatte eine sehr viel cleverere Idee mit der Aufspannung der ganzen Sachen. Und, ja, und du darfst dir die Geschichte der Armbrust anhören. Raffim sieht sehr fasziniert aus und nickt immer wieder unterstützend, wenn Boltax sagt, das war aber der andere Bruder. Spannend. Ja, findet ihr nicht auch, Zulamin? Ja, faszinierend, wie ihr Zwerge diese Geschichte nutzt, um euren Geist zu stellen. Mhm. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich mir nicht jeden Namen gemerkt habe. Nein, Boltax erklärt es dir noch 15 Mal. Bestimmt ja, also gerne. Mal. Wir haben ja Zeit. Ja. Also, noch einmal von vorne. Ja. Und du darfst den Rest des Abends meinen ausführlichen Erzählungen lauschen. Am nächsten Tage kann Isarun mit einer Analyse zu euch kommen. Ich habe mir einmal dieses fürchterliche Machwerk angeschaut, diese Geierklaue. Wir. Natürlich. Ich habe lediglich die Arcane-Analyse übernommen. Nun, spannen Sie nicht auf die lange Bank. Er,
Er besteht aus einem Unmetall. Es nennt sich Zitterzin. Es ist der Gegenspielerin von Travier zugeordnet. Abgesehen davon, es gibt wohl Möglichkeiten, das Ganze zu bannen. Es handelt sich übrigens um einen Fluch. Deswegen scheidet eine Heilung durch Magie leider aus. Mir ist zumindest nicht bekannt, wie es ein solch erzdämonischer Fluch mittels Magie geheilt werden könnte. Allerdings gibt es wohl einige Liturgien, die uns dabei behilflich sein könnten. Wie heißt diese nochmal, Asabo? Das sind mehrere Möglichkeiten. Wir können entweder auf den Segen des heiligen Badilak zurückgreifen oder aber Praios Magie bannen, dabei schaut er mal zu Janan, oder aber wir können Angelions bannende Hand benutzen, aber dafür brauchen wir jemanden, etwas, das den Fluch bereits einmal überlebt hat. Und da diese Klaue für mich neu ist, fiel mir da keiner ein. Ich bin ein wenig besorgt, Magistra, Asavo. Wenn er in der Lage ist, Leute zu verfluchen, mit oder ohne diese Hand, könnte er dann auch unsere Kaiserin verflucht haben? Wir können es derzeit nicht ausschließen. Ich muss ein wenig arkane Kraft wieder sammeln, dann könnte ich vielleicht eine Analyse ihrer Matrizen und Strukturen anstrengen. Nein. Nein, ich verbiete es. Auf die eine oder andere Weise. Wir können die Antwort auf diese Frage nicht riskieren, bevor die Schlacht beginnt. Ich werde mir nichts von euch verbieten lassen, wenn es der Sicherheit unserer Majestät dient. Nun, es ist ihrer Sicherheit wohl abträglich, denkt ihr nicht? Nein, meine Analyse ist vollkommen sicher für sie. Ich glaube auch sonst würde ich... Das meine ich nicht, die Antwort, Isaron, die Antwort. Nicht alles Wissen ist für jede Ohren bestimmt. Die Antwort und braucht sie nicht zu fürchten. Die Antwort muss sie auch nicht wissen. Die hohe Herrin Raja kann ihr zu Hilfe eilen, sollte sie wirklich verflucht sein. Aber dafür sollten wir es wissen, denke ich. Und all dies kostet Zeit, die wir nicht haben. Und ich denke, den Geist unserer werten Kaiserin mit solcherlei Gedanken zu belasten, ist jetzt gerade nicht unser Ziel. Gut, dass wir in Romulus sind, wo es eine ausgewiesene Akademie für solche Sachen gibt. Ein glücklicher Zufall, in der Tat. Ich werde heute was noch mir noch einfällt, Boltax, erinnert ihr euch an diese Nymphe bei dem Wasserfall? Natürlich, sie war sehr nett. Ich muss sagen, mir sind einige interessante Details ihrer Matrix aufgefallen, bei denen ich den Eindruck hatte, dass sie auf andere Details dieser Fluchmatrix passen könnten. Also quasi wie ein Schlüssel und ein Schlüsselloch. Also meint ihr, die Nymphe selbst wurde von, ihm angegriffen? Nun, das denke ich. Also zumindest lassen diese Strukturen daran denken, ja. Es ist möglich. Das ist gut. Hatte sie nicht mal erzählt, dass sie verletzt wurde? Genau, von einem finsteren Gesellen. Aber das ist wirklich gut, dass wir diesen finsteren Gesellen jetzt zur Strecke gebracht haben. Das bringt uns sicherlich ein paar, Punkte bei ihrem Vater ein, wenn ihr versteht. Ja, sicher, sicher. Aber vielleicht könnten wir ja tatsächlich mit dieser Nymphe sprechen, um diesen Fluch zu bannen. Oh, das wäre eine probate Idee. Sagen wir nicht, es hilft keine Magie? Nein, es geht um die Liturgie, die Asabo hier sprechen könnte. Argelions bannende Hand. Ja, es hilft zumindest bei der Konzentration, wenn nicht jemand dabei wäre, der diesen Fluch bereits überlebt hat. Dann sollten wir mit Rohaya zu dieser Kaverne reisen. Nun, wenn ein universeller Magiebann helfen würde, wäre es sicherlich opportun, sie... Meine Kirche kennt eine Liturgie, die Flüche bricht. Götter verflucht noch eins. Ich würde sagen, sie im reinigen Licht des ewigen Lichtes zu baden. Das klingt kompliziert. Es ist verschwunden. Es geht aber gerade nicht um Rohaya, sondern vor allem erst einmal um den Heiligen Vater. Ja, Sulamin, diese Liturgie erzählt mehr.
Ich denke, diese Liturgie wäre etwas für unsere Kaiserin und es muss auch nicht jetzt sofort geschehen. Ich denke, dass es für ihre Psyche, ihre Verfassung für der Schlacht am besten sein wird, wenn wir ihr sagen, dass wir eine Lösung haben und dass wir nach der Schlacht einen Gottesdienst abhalten werden, der sie ganz sicher von diesem Fluch befreien wird. Wir nennen diese Liturgie Rajas Freiheit. Sie ist auch in der Aveskirche verbreitet. Und nun ja, man bittet die Herrin, jemanden von etwas zu befreien. Es kann etwas ganz Gewöhnliches sein, wie ein Strick, der jemandem die Hände fesselt. Aber es kann auch etwas Großes und Bedeutendes sein, wie eine geistige Fessel. Oder eben ein Fluch. Aber nee, wie gesagt, das ist nichts, was wir jetzt vor der Schlacht angehen können. Nee, nehme ich mal zu Rafim rüber. Das waren noch Zeiten, als unsere einzigen Sorgen darum waren, ob die Männer gut bezahlt und gut gefüttert sind. Hm? Das sind auch nur heute meine Sorgen. Ja. Und die anderen Sachen sorgen sich Schwester Isarun, Bruder Abel mir. Mit dem Magierzeug habe ich nichts zu tun. Aber jetzt müssen wir uns trotzdem dafür sorgen, wie der Gemütszustand unserer Kaiserin ist. Es läuft mir zuwider. Ein Kaiser sollte stark sein. Ja, da habt ihr recht. Wisst ihr, was... Ja, sprich. Gemütszustand immer zuträglich ist. Ein Bier. Ja, das wollte ich sagen. Rafim, du liest meine Gedanken. Ja. Vielleicht sollten wir der Kaiserin einfach etwas Kühles zu trinken bringen. Ihr werdet nicht unsere Kaiserin abfüllen. Nein, nicht jetzt, auf jeden Fall. Wir fangen langsam an und steigern uns. Richtig, ich sprach ja auch von Bier und nicht vom Stollengrollen. Meine Herren, ich werde das habe ich schon mal getrunken. Ich werde heute noch abreisen. Ja, ja. Lasse die Situation in euren fähigen Händen, ja? Natürlich. Gut, sehr gut. Und sorgt dafür, dass einen alten Bekannten besuchen. Sorgt dafür, dass wir eine Armee haben, die funktioniert, wenn ich wieder da bin. Bringen wir ihn. Gut. Isarun sollen wir mit dem Vater dann zu den Nymphen reisen. Was meint ihr? Nun ja, wenn Yalan seine Liturgie nicht zur Verfügung stellen möchte, dann ja, werden wir das mit Asabos Hilfe wohl machen. Es tut mir leid, Magistra, aber Raios Wohlwollen ist aufgebraucht. Dann ladet es schnell wieder auf. Nun, deswegen werde ich diese Reise unternehmen. Ja, gut. Will irgendwer mitkommen, wenn ich den... Ich habe seinen Namen vergessen. Unter aller Tissen. Ich werde euch begleiten. Sehr gut, Bruder Abel, wir machen das. Ihr seid ein Ritter, Rafim, ihr dürft ihn Alvan nennen. Dies ist euer Vorrecht. Ich würde ihn gerne Arschloch nennen, ist das auch mein Vorrecht? Nur wenn ihr diese Behauptung mit dem Schwert in der Hand verteidigen wollt. Du merkst, wie sein Schwert zieht. Gerne. Ihr bedenkt nicht die sozialen Implikationen dessen. Tut es einfach nicht, ja? Wir können keine toten Adligen brauchen. Nicht noch mehr, auf jeden Fall. Wir werden ihn Na gut, ich bin nett. Kommt dann wieder. Wollt ihr hierbleiben? Wollt ihr uns begleiten? Wollt ihr mit Abemir und Rafim reisen? Wie sieht es aus? Ist gar nicht schlecht, wenn ihr mitkommt, dann haben wir jemanden, der nett ist. Also zu anderen Menschen. Zu mir bist du nett, Abemir. Ich weiß. Ich kann euch gerne begleiten, wenn ihr möchtet. Wobei ich mich auch ein bisschen verantwortlich für die Sache mit dem Heiligen Vater fühle. Aber ihr macht das schon, oder? Oh, natürlich, natürlich. Wir kriegen das hin. Gut, dann werde ich Rafim und Abel mir begleiten. Es ist mir ein Vergnügen. Isarun, kommt ihr mit, wenn ich der Kaiserin erkläre, dass mich jemand zum König erklärt hat? Ich glaube, ihr könnt das besser rüberbringen. Nun, wenn ihr darauf besteht und es nicht zu lange dauert, sicher. Och, 2 Minuten. Dann könnte ich vielleicht auch noch mit ihr reden und ihr sagen, dass es... Da ist es auf keinen Fall ein Problem ist, sollte dieser Paktierer sie verflucht haben, was wir nicht damit sicher wissen. Ja, ihr seid alle sehr überzeugend.
Ja, gut. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, Sulamin, denn, nun ja, Magister Melvin, er ist sicher sehr fähig, aber wir haben ja selber gesehen, dass er ohnmächtig am Boden lag. Er wird also noch nicht im Vollbesitz seiner Kraft sein. Ja, und ich bin sicher, es ist besser, wenn sie sich nicht, nun ja, nächtelang schlaflos von einer Seite auf die andere wälzt, weil sie sich Sorgen macht wegen etwas, weswegen sie sich keine Sorgen zu machen bräuchte. Das klingt vernünftig. Ich werde in die Akademie gehen und dort auf Isarun warten. Ich wollte noch etwas nachschauen. Gewiss. Wie können wir nur dieses Reich zusammenhalten, wenn alle Beteiligten sich aus irgendeinem Grund wie Kinder benehmen? Und ich meine ausnahmsweise mal nicht uns. Ich wollte gerade sagen, für ein Kind wäre ich aber sehr groß. Ich könnte ein Trollkind sein. Oh ja. Nun, die Götter wählen, wen sie wählen. Wir haben keine Auswahl, was das angeht. Nun, ich bin sicher, aus Kors Sicht ist Rafim eine hervorragende Wahl. Ich bin mir sicher, dass niemand von Kors Dienern die Herrschaft anstrebt. Kein einziger. Das ist vermutlich richtig, weil Herrschen sehr langweilig ist. Und wir sind mehr so für die Leute, die so unterwegs sind. Mehr so Anpacker sind wir. Ein guter Herrscher braucht den Segen von Praios und von Rondra. Ohne einen von beiden kommt man nicht aus. Gibt es denn Herrscher, die der Herrin Raya folgen? In Aranien sicherlich. Aber in Aranien ist die Herrin Raya auch, nun wie ihr an Sulamins Beispiel sehen könnt, mit dem Säbel in der Hand vertreten. Also, und außerdem, es gibt noch wesentlich Wichtigeres. Also, zum Beispiel Herrscher, die dem Herrn Angrosch folgen. Erklärt mir doch, wie angroschen denn eine gute Herrschaft? Ja, Redlichkeit, Beständigkeit, Erdverbundenheit, hin und wieder ein bisschen Temperament, nicht wahr? Das sind alles wichtige Tugenden für einen guten Herrscher. Und ich bin sicher, ein solcher Herrscher bemüht sich um eine herausragende Infrastruktur. Oh ja. Ein Herrscher muss gerecht und stark sein. Und wenn es an der Zeit ist, muss er Rondras Schwert in die Hand nehmen und ehrenvoll sterben, wenn es so sein muss. Ich bin mir sicher. Naja, also Angosch steht schon für Stärke. Wie will er sonst mit einem schweren Hammer auf den Amboss hauen? Das läuft gut ein. Allein Versehrscher müssen nicht mit dem Schwert in der Hand sterben, denn die Basaltfaust schützt sie. Und niemand kommt an uns vorbei. Woher wisst ihr dann, dass sie im Falle des Falles so für euch einstehen, wie ihr für sie einsteht, wenn sie das Schwert nicht aufnehmen? Woher wisst ihr dann, dass sie nicht einfach nur fette Faulenzer auf einem Thron sind? Oh, das mag ich euch sagen. Wenn sie das wären, dann würden sie hingerichtet von der einzig wahren Basaltfaust. Denn wir sind geschworen auf den Thron. Nicht auf die Person. Sollte er sich als unfähig erweisen, wird der Großmeister dies entscheiden und seinen Kopf zerdrücken, wie einen reifen Apfel.